Initializing interface. Loading video protocol. Fragmentating data source, please wait. Complete. Commencing playback. Further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, vielen lieben Dank, EBP. Ja, und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer neuen Folge von Imperion. Es hätte bei der letzten Aufnahme schon was werden sollen, aber leider Gottes habe ich vergessen, das Mikro anzustöpseln, aber es ist gar nicht so wild. So, wir haben hier unser neues Bodeneffektfahrzeug und wollen mal gucken, wie wir damit so fliegen können. So. No further data found. Einmal auf die Karte gucken. Da haben wir Erzlager. Oh. Und mal gucken, ich habe hier die Antriebe ein bisschen neu ausgerichtet. Mal gucken, wie gut sich das Ding jetzt steuert. Okay, großartig nach oben kommen wir nicht. Obwohl, wir müssten noch hier. Moment mal, kann ich damit. Nee. Ich muss, glaube ich, nochmal in die Steuerung gucken. Weil ich kann ja hier rauf und runter so ein bisschen. Aber wir kommen schon mal viel flotter voran als beim letzten Mal. Das gefällt mir schon mal. Wir haben unseren portablen Konstruktor dabei. Und dann wollten wir heute ja ein bisschen Erz abbauen, damit wir mal ein bisschen weiterkommen. So, ich habe hier einen Detektor dran. Ich muss mal gerade gucken. Hat der Energie? Muss ich ihm Energie geben? Automatische Bremse, Pilotenmodus, Sauerstoff. Jo, anscheinend. Geräte. Da haben wir es doch. Kern, blablabla. Detektor. Zack. Auf Fahrt anzeigen. Funktioniert nicht im Weltraum. Zeigt die ungefähre Richtung eines Erzlagers und einer Position of Interest auf HUD oder Karte. Ja, das klingt eigentlich erstmal gut. Eigentlich. Freigeschaltet. So. Also, hier einige Sachen kann ich auch aktiv schalten. So, gucken wir doch mal. Die Steuerung muss ich mich tatsächlich erstmal gewöhnen. Aber es wird besser. Gut, über so einen einzelnen Erzbahn kann ich schon mal rüberschweben. Das ist ganz angenehm. Zack. Schweben hier mehr durch als das andere. Also sliden meine ich. Nicht schweben. Schweben tun wir auf jeden Fall. Rabbeln. Oh, das klang böse. So, und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit Kupfer an. Wupp. Zack. Können wir die strafen? Ja, minimalistisch würde ich sagen. Stromverbrauch 1%. Okay. Alter, was ein Dickicht. Ach ja, die hat er gesehen. Wir können hier auch Third Person machen. Das ist beim Fahren vielleicht etwas angenehmer. Kupfererzlager, Größe klein, circa 100% Erz übrig. Na, das ist doch eine Menge. Damit lässt sich doch arbeiten. So, das ist natürlich schön im Dickicht drin. So, wir teilen mal wieder den Strom weg. Muss er nicht unnötig laufen. Signallogik, okay. Schaltkreise, Alter. Kann ja echt richtig
programmieren das Scheißding. Ungruppiert. Ja. Gerätekern deaktiviert. Ja, soll er jetzt auch sein. So, gehen wir wieder in die First Person. Und dann gucken wir mal, dass wir hier zum Erzlager kommen. Und dann wird tatsächlich irgendwie Promethium oder sowas schön. Dass wir uns mal für das andere Abbaugerät, für das andere Multitool, ein bisschen Munition craften können. Ach, geht's hier schon los? Was haben wir da? Kriegen wir was? Nö, kriegen gar nichts. Schotter. Na gut, Schotter können wir auch gebrauchen. So ist ja nicht. 5 Meter, sagt er. Das ist nicht allzu weit weg. Jetzt haben wir auch mal wieder einen Strahl. Feini. So, und dann sind wir auch gleich beim Dings hier. Beim Tutorial wieder. Ein bisschen was abbauen. Ne, wir werden ein bisschen mehr mitnehmen, als der hier sagt. Sonst sind wir ewig und 3 Tage unterwegs. Kupfererzlager. 14 Meter. Oha. Das sind dann wohl 14 Blöcke. Also nur gucken, dass wir hier nachher irgendwie wieder rauskommen. Aber wir bohren uns einfach erstmal senkrecht runter und gucken dann, dass wir uns nachher wieder rausbuddeln. Ja, da haben wir es ja schon. Kupfer. Sieht gut aus. Tutorial schon fast geschafft. Oh, beziehungsweise jetzt schon geschafft. Aber wir nehmen hier nicht nur 8 mit. Das ist ja Blödsinn. Oh, oben ist Scheißwetter. Sondern gucken erstmal, dass wir hier möglichst viel mitnehmen und nicht so schnell wieder hierher müssen. Und dann gucken wir auch, dass wir daraus so schnell wie möglich wieder Barren machen. Und da ist auch gar nicht so viel drin, wie ich gerade sehe. Wenn wir jetzt schon, zack, wie viel abgebaut haben? 20%. Dann dürften wir hier gar nicht so viel finden. Wäre halt auch interessant zu wissen, ob die anderen Multitools eine höhere Ausbeute haben. Weil gefühlt baue ich hier ständig Kupfer ab, aber kriege keinen Kupfer. Ne, so wie hier der Block, zack, kein Kupfer. Ein Kupfer, das ist ja lächerlich. Das ist tatsächlich nicht die Welt. Aber gut. Zack. Ich befürchte ja auch, dass ich nachher nochmal Sensoren und sowas ans Fahrzeug anbauen soll. Weil das Spiel nicht damit zufrieden ist, dass schon einer dran ist. Ich sollte diesem Tutorial nicht so sehr vorauseilen. Das bringt irgendwie nichts. Na komm, weg den Scheiß. Und wir essen mal irgendwas. Und zwar nicht mehr die Welt, aber ein bisschen was ist ja da. Das nutzen wir. Alter, wie viel haben wir jetzt hier? 130. Ja, das ist erstmal okay. Und jetzt haben wir natürlich noch kein Jetpack. Also, da ist mein Bodengleiter. Graben wir uns hier hoch. Nehmen dabei gleich noch ein bisschen Schotter mit. Den brauchen wir sowieso. Wenn wir nochmal eine Basis bauen wollen. Ich würde die nicht gleich aus Stahl bauen. Gucken, dass wir die Neigung richtig hinkriegen. Ja, so geht. Oh, schon friert der gute Mann. Ja, mir ist kalt, das sehe ich. Ich weiß gar nicht, ob ich mein Heizgerät mit habe. Wäre vielleicht gut. Bevor ich hier unten elendig verrecke. Boah, ey, das Multitool ist echt Schrott. Aber ich sehe schon wieder Kies. Und Kies heißt, wir nähern uns oben. Na komm. Rabimmel, rabimmel, rabimmel. Ausgang. Feini. Das ging ja ratzfatz. So, das gleiche machen wir jetzt auch nochmal. Gibt es hier eigentlich eine Taste zum An- und Ausschalten? Steuerung. Automatische Ausrichtung. Raketenrucksack, den ich noch nicht habe. Steuertafel, Kreativmodus, Spielerliste, Primär, bla 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 bla. Hauptschalter Y.
Na denn. Wollen wir mal reinsetzen. Und ja, funktioniert. Sehr schön. Dann machen wir es gleich nochmal mit Eisen. Oh, ihm ist wieder warm. Das ist doch schön. 40 Meter. Zieh mal hoch die Nase. Zack. Bitte halte das Schiff, um auszusteigen. Ja, natürlich. Mach ich doch glatt. So, Kupferlager. Detektor. Okay. Wow. Hau mal ab, ey. Verzieh dich. Runter von meinem Chef. Assi. So, Silizium. Erz. Also zu diesem Detektormarker werden wir gleich einmal. New Marker. Wo ist der jetzt hier? Bin ich doof? Ich bin auch gerade hier hingefahren. Da. Ich glaube, hier ist schon ein Minenschacht. Hier war ich schon. Ich habe schon ordentlich gewütet. Und ich glaube, hier ist nichts mehr. Dum dum. Was kriege ich hier noch? Wahrscheinlich Schotter. Oh ne. Das ist noch Metall. Sehr schön. Haben wir das auch gleich geschafft. Nehmen aber ein bisschen mehr mit wieder. Damit wir hier nicht alle 5 Minuten losrennen müssen, um ein bisschen Eisen oder sowas zu holen. Ist ja auch affig. Dann machen wir das gleiche gleich nochmal mit Silizium und dann können wir schon wieder weiter. Also gefühlt geht das jetzt auch dreimal schneller als beim Kupfer. Wie sich jetzt Kupfer und Eisen in der Dichte unterscheidet, keine Ahnung. Ne, da habe ich das Periodensystem nicht gut genug im Kopf für. So. Zap, zap, zap. So. Flamme jetzt. Nee, das reicht uns nicht. Da nehmen wir ein bisschen mehr mit. Dies reicht uns nicht. Vor allem so eine pimmelige Zahl. 10. Warum 10? Ich meine, 10 ist doch nichts. Kann mir doch keiner erzählen, dass das irgendwie, dass man da weit mit hinkommt. Fürs Tutorial sicherlich ausreichend, aber alles andere ist so affig. So. Zack, zack, zack. Flamme jetzt. 116, ja, die 130 machen wir dann auch voll. Das geht ja doch schneller als gedacht. So. Die sollten wir dann jetzt auch haben. Oder auch nicht. Nochmal 7. Das war es dann auch. Zack, 141. Sehr schön. Da ist unser Ausgang. Müssen wir nur irgendwie hinkommen. So, haben wir hier. Und da sind wir wieder. Ab zu unserem kleinen Speeder. Und dann gucken wir nach. Ne, in die Marke wollen wir nicht. Armor Drain. Silizium. Gar nicht so weit weg. Habe ich aber auch schon gut geplündert. Das ist schon auf. Was ist hier los? Mal ein bisschen hoch bitte. Warum sitzen wir auf? Da liegt ein Steinbatzen. Nun gut. So. Whoop. Da fast ein bisschen weit. Aus die Hütte und rein in die Mine. Oh, hier sind Löcher. So, das ist ein bisschen heller. Ich vermute mal, das ist Silizium. Ja. So, good job, Commander. You have some basic ore in your possession. Habe ich toll gemacht. Ich habe Silizium abgebaut. Und alles anders. Ah, okay.
Soll ich diese Kettensäge bauen, die ich ja jetzt schon habe? Das ist ganz schöner Quatsch. Aber gut. Sehen wir jetzt mal nicht so eng. Wir haben einen portablen Konstruktor hier. Der macht das gleich fix. Das können wir eigentlich mal fix in Auftrag geben, bevor wir hier weiter minen. Das machen wir. So. Soll dir das mal eben machen? Rüber, rüber, rüber. Und dann bauen wir halt noch eine Kettensäge. Wenn es dir damit besser geht, spielen. Spende ja kein Unmensch. Wir bauen derweil weiter Silizium ab. Das sollte ja relativ flott gehen. Dann fällen wir ihm hier noch ein, zwei Bäume. Dann ist das Tutorial doch wieder glücklich. Da haben wir tatsächlich ein bisschen was geschafft heute. Das ist ja herrlich. Da auch noch weg. So. Ein schön finster hier unten. Ein bisschen Licht wäre schön. So, wie viel haben wir jetzt? Nochmal 46. 44 habe ich beiseite gepackt. Das heißt, wir haben 90. Gucken wir, dass ich bis 100 abbaue und dann reicht es auch erstmal wieder. Okay, the chainsaw is a powerful tool to harvest trees. Wer hätte das gedacht? Wäre nie drauf gekommen. Dass eine Kettensäge dafür echt geil los. Und dann soll ich jetzt wahrscheinlich einmal ein bisschen Bäume fällen und daraus Treibstoff machen. Da gehe ich mal ganz fest von aus. 72, okay. Ne, ich werde ein bisschen hier hinten bleiben, weil könnte ein bisschen dämlich sein, da vorne den Eingang wieder wegzubauen. Lasern? Abzubauen? Ja. Und dann wieder neu mich hochbuddeln zu müssen. Das wäre ganz schön affig. So. Wir haben jetzt 74. Meine Güte. Ich komme so schon kaum noch hoch, wa? Ja. Gucken wir, dass wir hier die Kettensäge rausnehmen. Oha, war ja fleißig. Obwohl, der kann dann, während ich hier abbaue, eigentlich weiter Bahn herstellen. Klingt sinnvoll, oder? Fangen wir mit Eisenbahn an. Die hier? Mach mal, sei mal fleißig. So. Ich baue hier weiter in der Dunkelheit ab. Das war's gleich mit rauskommen. Scheiße. Immerhin ist es hier nicht ganz so arschkalt. Das ist ja schon mal was wert. So, dass er nicht gleich wieder anfängt zu frieren hier. Zusammen. 144. Perfekt. Na, wie viel hast du jetzt schon gemacht? Mach mal den noch. Und dann packen wir ein. Zack. 60. Perfekt. Den nehmen wir natürlich mit. Dann gucken wir mal so einen Weg rausfinden hier. Ich glaube, da ist es mal lang gegangen. Zappelusel. Nein, machen wir uns wieder ein bisschen. Ne? Manchmal ist der Typ auch wie ein Flummi, ey. Na gut, bauen wir da nochmal ein bisschen hoch. Ist ja nur dunkel. Blaues Licht, ja. Was macht das? Blau leuchten. Zack. Und da haben wir den Ausgang. Hier geht's runter und hier geht's hoch. Und es ist schon wieder finstere Nacht. Wow.
Man sieht nichts. Man sieht gar nichts. Gut, dass ich Scheinwerfer am Auto habe. Stirb. Oh, das sind die Behälter. Zack. Und hier haben wir einen Scheinwerfer dran. Tada! So, Detektor. Small Wreckage. Das ist da auch noch. Basis. Da war mal eine zumindest. Rettungskapsel. Wo ist denn dieser Detektor aufgeführt? Naja, der wollte ja noch ein paar Bäume haben. Ja, das können wir noch machen. So. Das geht auch im Dunkeln. Vor allem, wenn unser Schiffchen hier Licht macht. Sollte ja nicht allzu viel Strom verbrauchen. Zack. Wir haben Holz. Na, was kommt jetzt? Okay, now it's time to start building a base for yourself. Naja, super. Jetzt darf ich eine Basis bauen, ja. Oh Gott, was ist das denn? Und alle. Munition fehlt. Ah, wo ist mein Konstruktor? Genommen, bin ich doof. Da ist er. Schon im Inventar. Zack. Mach mal Treibstoff, Junge. Mach mal Treibstoff. Wo ich aber noch die andere, siehst du, die ich auch benutzen kann. Aber naja. Ja, das machen wir auch, während er hier fleißig am Arbeiten ist. Da müsste noch was drin sein. Ne, auch nicht. Beide leer. Das ist ja ärgerlich. Ja, tatsächlich auf den Treibstoff warten. Ist eigentlich das Problem. So, nun spielen wir jetzt schon 20 Minuten. Okay. Schnell rum die Zeit, ey. Meine Fresse. Mach mal gleich ein paar mehr Treibstoff hier. Ich da jetzt noch die Basis erkunde. Dann. Zack. Haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Nachladen. So, und dann nehmen wir mal ein Reicht uns das denn nicht? Ja, das reicht uns. Erstmal als Licht. Wir haben noch Scheinwerfer hier. Hunger! Oh, das ist schlecht. Ist mal ein bisschen. Wir haben echt zu wenig Essen mitgenommen. Scheiße. Ich glaube, wir laufen gleich erstmal wieder zurück. Weil ich sehe hier auch kein Gemüse oder sowas. Oder haben wir hier was? Hier haben wir ein bisschen Zellstoff. Und da hinten das Blaue sind, glaube ich, sogar Proteine. Ja, Pflanzenprotein. Sehr schön. Dann können wir nochmal fix was zu essen machen. Ah, wir haben noch unser Grillfleisch. Haha, perfekt. Gönn dir, Brudi. Ja. Alles ist besser mit Fleisch. Sehr gut, dann können wir da doch noch rein. Taschenlampe raus und gönn dir. Crashed Cockpit. Okay. Sieht jetzt nicht aus wie ein Cockpit, aber ich nehme das mal so hin. Können wir hier noch was abzapfen? Energiekondensor. Kondensator. Ja, Bombe ab. Gib her. Oder können wir den mitnehmen? Nee. Können wir nur zerlegen. Zack. Bisschen Elektronik. Was haben wir hier noch? Sauerstofftank. Gibt uns Stahlplatten. Ich weiß tatsächlich nicht, ob man damit noch mehr machen kann. Außer so abbauen. Was ist das? Wir bauen es mal ab. Ein Gehweg. Ja, warum hier auch immer ein Gehweg rumliegt. Ist ja auch total sinnvoll. Hier ist ein Solarpanel, das wir uns noch zocken könnten. Bisschen was, das kaputt ist anscheinend. Bisschen los. Wir können gar nicht durch. Wer hat denn das Ding konstruiert? Verdammte Axt. So, schon mal
mal hier oben. Alter. Schalter. Der nichts bewirkt. Okay. Gucken wir mal hier. Hauptbereich. Okay, ich kann das tatsächlich wieder in Betrieb nehmen. Also nicht, dass ich es jetzt brauchen würde, aber theoretisch würde es gehen. Was ist denn hier los? Ja, super. Dauert ja gar nicht lange, mich hier wieder frei zu schießen. Naja. Craft Base Starter. Craft Wood Blocks. Place Blocks around Ore. Warum das? Ach, around Core, nicht Ore. Idiot manchmal. So, Licht wieder an. Gibt es hier noch irgendwas Cooles zu klauen? Okay, hier ist eine Treppe. Oder eine Leiter. Die wieder einmal ins Nichts führt. Was ist das? Das ist bestimmt der Chor. Den. Ja, den nehmen wir uns aber mal. Zap, zarap. Wir klauen wie die Raben. Okay, nix. Bisschen auf den Hunger achten. Oh, Computer, Elektronik, geilo. Zack. Ist hier nicht irgendwie eine Frachtkapsel oder sowas, die ich mir zocken kann? Beziehungsweise wo vielleicht noch was drin ist. Das wäre schon gut. Das hier ist wie so eine Bodenplatte. Aber so richtig. Da oben ist eine Tür. Da will ich rein. Oh, Alter. Ist da was zwischen? Ist hier eine Glasplatte? Nee. Ich glaube, das Scheißding ist einfach nur im Kopf. Gefechtsstahlblock. Okay. Und wir frieren schon wieder. Natürlich. Ja, die ist kalt. Sie selber. Idiot. So, darf ich jetzt durch? Danke. Funzel an. Und rein in die Hütte. War ich hier schon mal drin? Ich glaube ja. Ich habe das ganz dunkel in Erinnerung. Oh, sehr schön. Bis morgens schlafen. Das Bett will ich haben. Kriege ich da ein Kohlenstoffsubstrat? Was kriege ich hier? Konsole, Deko. Naja, gut. Dafür brauche ich einen Computer, um eine Deko zu bauen, ja? Das ist ja auch der Shit. Das hat mir auch nichts gebracht. Das könnte ich hier runter. Gut. Ja, eine Lampe, ne, Bewegungsmelder. Okay. Ja, gibt ja alles ein bisschen Stuff. Die sind ja schnell zerlegt. Warum nicht mitnehmen? Das andere wäre Quatsch. Gefechtsstahlblock, die haben eigentlich alle keine Funktion, aber sehen halt nett aus, ne? Da kriege ich, glaube ich, auch nur Stahlplatten durch, von daher baue ich die eine jetzt ab und dann ist gut. Oh, eine gehärtete Stahlplatte sogar. Hm? Egal. Kriege ich hier Holz? Nee. Aus irgendeinem Grund ist das ja auch Stahl, auch wenn es aussieht wie Bambus. Aber gut. Kriege ich dadurch gehärteten Stahl. Ja, ist das gleiche. Hier haben wir noch ein bisschen Elektronik. Die nehmen wir doch gerne mit. Gut. So, schauen wir mal hier hoch. Ach komm. Leck mich, du Scheißding. Ich gehe zu meinem Bodenleiter. Kannst mich mal. Der Hunger treibt eh langsam. Das ist ganz cool mit der Staubaufwirbelung. Zack, einsteigen und ab nach Hause. Da ist ein Small Wreckage. Wie weit ist das weg? Nicht so weit, aber wahrscheinlich war ich da schon. Dass man hier an jedem Scheiß hängen bleibt, ey. Urgh.
zerlegt. Oh, schlecht. Na gut. So, Basis ist. Ist das hier? Nur Marker. Einfach nur so. Gut, dann würde ich sagen, ab nach Haus. Detektor 2, ich fahre da einfach mal drauf zu. Ich glaube, da ist unsere Base einfach in der Nähe. Zack, wieder ausrichten und weiter geht's. Hier ist zu viel Wald auf dem scheiß Planeten. Und irgendwelche Viecher, die echt bedrohlich kriegen. So, merke beim nächsten Mal mehr Gemüse mitnehmen. Oh, moin Dino! Bist du denn hier? So, dann müssen wir nachher, um dem Tutorial mal ein bisschen zu folgen, ein bisschen mehr Holz abbauen. Ja, mit der Beweglichkeit muss ich echt nochmal gucken, wie ich die erhöhen kann. Ja, also gerade strafen wäre halt echt cool. Wahrscheinlich muss ich dafür irgendwie Düsen links und rechts anbauen. Oder weiß der Geier was? Ich will auch keine Tutorials gucken. Ich will das tatsächlich selber erleben. So. Gucken wir mal, was der Detektor hier sagt. Ist wahrscheinlich einfach nur meine Base, oder? Na. Steht einfach nur Detektor. Hm. Was auch immer ich damit meinte. Gut, dann Home One. Das echt separat markieren. Fahrt anzeigen. Wegpunkt. So. Gönn dir. Ab durch den Wald. Oh, da sind wir diese Ekelviecher. Oh, ein bisschen Gemüse. Ja, wir haben genug zu Hause. Müssen wir jetzt hier nicht lange rumeiern. Na komm. So, ich glaube, ich will was fliegen. Was war das denn? Kenne ich die schon? Oha. Krass. Ja, steht da schon. Was seid ihr denn? Echsenmaultier. Okay. Die müssen sich wegrennen. Ey, ich bin ganz cool. Alles cool. Alles cool. Ich tue euch nix. Ich hab da noch ein paar mehr Dinos. Okay, die haben halt stranges Maul, aber geil. Na gut, heißt nicht umsonst Maultier wahrscheinlich. Wenn wir schon mal ausgestiegen sind. Juhu! Na, ihr Süßen? Ich will doch nur Teil eurer Gruppe sein. Das war doch ein nettes kleines Intermezzo. Dann haben wir hier noch Strom für 50 Minuten. Gleich wahrscheinlich wieder weit weniger. Na doch, geht. Oder im Leerlauf 94. Triceratops kennen wir. Wow. Es steuert sich tatsächlich dezent besser mit den Pfeiltasten. Ich glaube, ich werde hier nochmal. Richte mal aus. Danke. Ich werde hier nochmal einen Controller ranhämmern. Das könnte tatsächlich nochmal ein bisschen was bringen. Damit steuert sich das wahrscheinlich nochmal eine ganze Ecke besser. So. Ja, stelle ich mal nicht so an. Wir sind zu Hause. Wie gut ist das? Dann haben wir gleich ein paar Proteine. So. Beziehungsweise Gemüse. Wie er daraus Proteine macht, wird leider eingestellt, aber okay. Zack. Haben wir ein paar davon. Können wir noch mal ein paar Steaks braten. Help, Sweet Home. Moin. Mach mir Steak, Junge. Was brauche ich für Steak? Fleisch. Achso, da brauche ich noch Pflanzenproteine für. Kann ich die nicht herstellen? Pflanzenprotein aus Gemüse. Muss ich nur rüberpacken. Zack. Rüber damit. Pflanzenfasern auch. Das auch.
Die kann ich eigentlich, die hätte die Stapler, das kann alles mit rein. Unsere netten kleinen Sachen hier. Ja, es ist verfallen, Glasfaser, das kommt alles mit rein. Alien-Teile von mir aus auch, mechanische Komponenten auch, Elektronik und dann sind wir doch schon wieder ganz gut bei. Okay, das macht kälter, nicht schlecht. Du auch und dann bin ich glücklich. Heißgetränk habe ich noch, das ist ja schön. So, dann mach mir Fleisch einmal. Mach mir Fleisch, so viel du kannst. Dauert noch einen Augenblick, aber halb so wild. Ja, wieder ordentlich was geschafft heute. Das Fahrzeug ist fertig. Wir sind ein bisschen rumgecruised. Wir dürfen jetzt unsere Basis bauen, sinnloserweise. Wir haben wieder Nahrung. Ja, hier muss nochmal... Ich war heute übrigens beim No-Budget-Nerd. Und habe ihm Empyrean eingerichtet, sodass er dann vielleicht mit uns ein bisschen spielen kann. Weil ich es einfach cool finde. Und das heißt, wir werden ihn auch bei Imperium demnächst vielleicht mal sehen. Wie gut ist das? So, dann können wir hier auch gleich Woodblocks machen. Habe ich jetzt meinen... Ja, ich habe meinen mobilen Konstruktor vergessen. Scheiße. Na egal. Ist das so? Und wie kann ich hier eigentlich ein Bett bauen? Ich will ein Bett. Bogenglätte, diverses Werkzeuge. Wo ist hier Bett? Ich habe doch hier vorne Betten gesehen. Jetzt will ich auch eins haben. Ich will hier drin pennen können. Reparaturplattform, Reparaturkonsole, Reparaturstation. Alles schön. Geldautomat, geil. Okay. Ach, wahrscheinlich für... Transaktion mit Aliens oder sowas. Nett, aber hier ist kein Bett bei. Warum ist hier kein Bett? Aufzugsblock. Ja, die habe ich auch schon. Sehr schön. Ist es irgendwie aus irgendeinem Grund beim Raumschiff? Warum auch immer. Macht überhaupt keinen Sinn. Selbstschussanlagen. Yeah. Fahrwerke, Reparaturstation, Kühlschränke, dass man alles doppelt und dreifach haben muss. Kleines Raumschiff. Die sollten auch keinen Kurzstrecken-Warp-Antrieb, ja. Anzugstation. Aber keine Betten. Plasmakanonen. Die will ich haben. Passagiersitz. Die brauche ich, wenn dann, für Bodengleiter. Wie können wir den Michi mitnehmen? Was ist das? Höhenpolarisierungsschild. Hier, den hätte ich ganz gern, dass ich den draufbauen kann. O2-Station. Brauchen wir alles nicht unbedingt. Zumindest nicht hier. Kühlschrank müssen wir auch nicht mitnehmen. Zumindest noch nicht. Hier finden wir auch keine Betten. Holzernter. Passagiersitz. Zack. Für mich. Geschlossen. Und hier ist das noch offen. Offen will ich das haben. Rampenblarkeks, aber keine Betten. Diverses. Bett fällt unter divers, oder? Ist aber, kann ich wieder vergessen. Werkzeuge. Fällt das definitiv auch nicht drunter. Ad-Scanner. Den will ich haben. Bohrer will ich auch haben. Multi-tragbares Licht, bla bla bla. Texture-Cannon. Und hier sind nur Waffen. Ich werde mal so einen Klonbehälter, glaube ich, bauen. Hatten wir doch hier irgendwo. Nur Basissachen. Habe ich das schon erforscht? Eigentlich schon. Konstruktor groß. Generatoren würde ich alles nicht. Anzugstation, Drahtlosverbindung. Klonkammer, ja, also doch. Das eine links noch fertig. Nehmen wir auch mal die Klonkammer. Es wird nämlich auch langsam spät. Und das ist schlecht. Zack. Ja, natürlich gehen Automatiktüren nicht, wenn ich so wenig Strom habe. Kann ich schon schlafen? Ne, ist eigentlich noch ordentlich Zeit. Ist nur scheiß Wetter. Ich glaube, ich sollte nochmal einen Generator bauen bei Zeiten. Für Notfälle.
Zack, Nanoröhren. Setzt einen Startpunkt. Bestimmt auch einen Schlafpunkt. Der auch noch natürlich wieder Energie verbraucht. Ah, ist ein Teufelskreis. Scheiß. Aber egal. Ist auch schon wieder gut drüber mit fast 40 Minuten. Aber es geht voran. Ich glaube, ich werde mal so eine Landezone für den Gleiter bauen. Wo wir den dann mal vernünftig abstellen können. Steht er hier nicht mal auf weiter Flur. Ja, sehr schön. So, wie sieht's aus? Setzt einen Startpunkt. Ja, habe ich vor. Gut, fertig. Läuft. Bauen wir. Können wir das hier unter die Treppe setzen? Nee, weil da dieses Ding ist. Okay. Können wir auch nicht irgendwie anders machen. Dann bauen wir die. Ja, da die Ecke, ne? Ist eh tot. Ne, obwohl, dann kann ich da nicht mehr durchrennen. Das ist auch assi. Da auch nicht. Da ist gut. Da nehmen wir. Klonkammer. So, haben wir. Bringt aber nichts. Ich will ein Bett, verdammte Axt. Kann ja nicht so schwer sein. Fensterblattkeks. Ich dachte, das wird so zu den Grundlagen gehören. Des Überlebens. Betten. Das ist affig. Aber gut, wir folgen in der nächsten Folge mal wieder dem Tutorial. Gucken, was das uns sagt. Und wenn das sagt, ey, so und so kannst du ein Bett bauen, fände ich das richtig gut. Ja. Ansonsten danke ich euch erstmal wieder fürs Zugucken. Ne, ich gucke, dass ich euch wieder mit einem Seeblick entlasse. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.